Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Scarlet Nexus. In der letzten Folge hatten wir ja so eine kleine Code-Runde, würde ich fast schon sagen. Da haben wir ja die Musubi-Codes eingegeben, haben aber gleichzeitig auch die Phase beendet, die sechste Phase, und haben erfahren, dass wir wieder ins Krankenhaus müssen, dieses alte Krankenhaus. Dieses AHS-Krankenhaus, wo diese Forschung betrieben wurde, mit dem einen Raum, wo ganz viele, wo die ganzen Wände beschrieben waren mit japanischen Zeichen. Mir ist dann im Nachhinein eingefallen, ich hätte theoretisch Google Translator benutzen können und die Kamera anmachen können. Der hätte mir vielleicht sagen können, was da drauf steht. Aber naja, ist ja nicht so schlimm. So. Da sind doch andere, oder? Hat doch eben was geläutet. Alter, sind die gruselig. Level 34. Okay. Was ist das? Warum kann ich das nicht nehmen? Hä? Wie komisch war das denn jetzt bitte? Egal. Ah, der ist wieder unsichtbar. Das Kämpfen macht so Spaß in dem Spiel. Oder war noch so ein LT-Angriff? Das geheime Textdatei. Auto Memorandum 1. Die Forschung des Humanexperiments H13 endet heute. Vor 5 und 10 Jahren wurden ergebnislose Tests durchgeführt. In Anbetracht des Alters der Versuchsperson wurde das Ende der Versuche beschlossen. H13 liegt jetzt nicht mehr in meinen Händen, also werde ich von heute an bei den Versuchen von I07 helfen. Da ich wusste, dass I07 bereits ein Supervisor hatte, wusste ich nicht, ob ich überhaupt gebraucht wurde. Supervisor. Supervisor hatte Supervisor. Hahaha. Entschuldigung. Supervisor hatte, wusste ich nicht, ob ich überhaupt gebraucht werde, wurde. Aber nun verstehe ich. I07 erforderte besondere Sorgfalt. Unsere Anweisungen lauten anscheinend, vorsichtig zu testen und die Sicherheitsmaßnahmen zu verdoppeln. Das ist nicht ungewöhnlich, aber es ist auf jeden Fall anstrengend. Über Naomis Metamorphose. Wir wissen, dass es die Regierung von New Himuka war, die Naomi in einen anderen verwandelt hat, aber die Regierung hat nichts davon. Was? Aber die Regierung hat nichts davon, richtig, Fubuki? Gut gemacht, Luca, das ist richtig. Es gibt keinen Grund, einen AS-Soldaten in Gefecht in einen anderen zu verwandeln. Die wollten aber auch ja nicht Naomi, sondern Kasane verwandeln. Meine Vermutung ist, dass jemand von Zairan eingedrungen ist. Suo hat vermutlich versucht, das Chaos während des Angriffs des großen anderen zu nutzen, um die Sache zu vertuschen. Also war die nichtsahnende AS, die nur dort war, um die anderen zu erledigen, zufällig mitten auf dem Schlachtfeld. Warte mal, Naomi wurde also zufällig in einen anderen verwandelt? Das hätte jedem zustoßen können. Es war einfach nur zufällig Naomi. Wie schrecklich.
Das bedeutet also, die Armee von Suo hat Spezialkugeln, die Leute in andere verwandeln können, um sich gegen Sairans Armee zu verteidigen? Ja, das glaube ich. Obwohl ich weiß, dass wir es nicht einfach einen Unfall oder Zufall nennen können. Jetzt wird es gefährlicher als zuvor. Ich werde alles tun, was ich kann, aber seid bitte vorbereitet. Ich will einen Bericht, Fubuki hier. Ich muss wissen, wie es bei euch steht. Wir treffen uns. Wir treffen am gleichen Ort wie vorher. So. Dann geht's einfach mal hoch. Boah, das ist so gruselig, dieses Geräusch. Yuito, I can disrupt the security system with Major General Fubuki's program. You can proceed safely. Understood. My power is difficult to use, but it is useful. Some help, Luca! Next. Use fire, but it's covered in oil. Was war das für eine coole Aktion? Deine Verbündeten können dich während eines Kampfes rufen, sobald du das Vertrauen zwischen ihnen und dir gestärkt hast. Wenn du mit YB antwortest, erscheint sie als Vision und führen einen Spezialangriff aus. Je stärker das Vertrauen zwischen euch, desto öfter rufen sie dich. Das habe ich glaube ich schon vor ein paar Sekunden gehabt. Ah, scheiße, ich war zu langsam. Yay. So. Also das Kämpfen, das macht richtig Spaß. Muss ich ehrlich sagen. Also das ist richtig cool. Da, schon wieder dieser Raum. So, geheime Textdatei. Ich will die lesen. Ich finde die echt irgendwie interessant. I07 befindet sich im guten gesundheitlichen Zustand, aber wie es scheint, lautet die offizielle Version, dass die Versuchsperson in schlechter Verfassung ist. Obwohl wir uns die Verwaltungsaufgaben teilen, könnte es unklug sein, die Versuchsperson auf der Station spielen zu lassen. Die Schwestern übernehmen wohl die Verantwortung. Sind wir Versuchsperson I07? Go, Yuito.
Weil es hieß ja, wir sind in einem Krankenhaus sehr lange gewesen und pipapo und tralala. Also wir waren ja... Hier noch einer? Cool. Waren wir das? Die heutigen Versuche führten zu keinen signifikanten Ergebnissen. Das ist normal, also kein Grund, entmutigt zu sein. I07 weint und flucht nicht. Was? Flucht nicht. Ist also pflegeleicht, aber die Beobachtung ist schwierig. Bei impulsiveren Versuchspersonen ist es einfacher, Veränderungen im Gehirn festzustellen. Nach der Sichtung der Trends in den Daten glaube ich persönlich, dass I07 ein Typ sein könnte, von dem wir einiges erwarten können. Vielleicht können wir uns auf den nächsten Test freuen. Okay. Wir auch gleich mal im Shop, ob er irgendwas für uns hat. Also das finde ich jetzt mega interessant irgendwie. Weil wir waren ja selbst in diesem Krankenhaus sehr häufig. Nichts, ne? Ne, das haben wir schon. Okay. Hier könnte noch was sein. Nein. Das würde sich doch total anbieten, hier auch was zu verstecken. Aber okay. Was? Notice? 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 Was? Notice? Notice? Was? Notice? Da stand eben Notice. Warum stand da Notice? Hä? Hey? Warum stand das da? Ich bin verwirrt. Using Lucas teleportation would make this easier. Das war ehrlich gesagt mega cool. Ich glaube, das lädt sich sehr, sehr schnell auf dieses Brain Feel. Deswegen kann ich das, glaube ich, häufiger einsetzen. So ein gelbes Ding sein können. Do you remember the layout of the building? You were admitted to this hospital when you were little. That's what I hear, but I don't remember it at all. I guess I was too young. Sag ich doch, dass das irgendwie merkwürdig ist. Wir erinnern uns nicht dran. Bestimmt wurde da bei uns so eine Extraktion durchgeführt.
Wir sind Patient I07. Da ist ein Gegner. Okay, ich brauche eine Karte. So, wir sind jetzt hier. So, dann darf ich erstmal in die Richtung, so, so, so und dann zurück. Da hinten ist nämlich noch so ein gelbes Ding. Boah, scheiße, ey. So. So. Es wurden Probleme mit Versuchspersonen H13 gemeldet. Wir hatten sie aufgegeben und wollten gerade die Versuche abschließen. Die Versuchsperson war ein wenig aufständig, aber wir dürfen dieses Problem nicht ausufern lassen. Da wir die Versuchsperson nicht so entlassen können, befolgen wir das Protokoll und gehen zur Korrektivmaßnahme über. Ist die andere vielleicht Kasane? Weil wir teilen ja eine Fähigkeit in dem Sinne. Wisst ihr, was ich meine? Wir teilen ja eigentlich die gleiche Fähigkeit. Wir haben ja beide dasselbe, dieses Psychokinese. Psycho. Doch, wir haben Psychokinese. Und auch unsere Vergangenheit mit Kasane irgendwie. Weil wir kennen sie ja irgendwie. Wir dachten ja, das ist irgendwie eine Verwandte von ihr, aber vielleicht war sie es ja wirklich. So. Geheimnisvolle Textdatei. Nichts Besonderes beim heutigen Test. I07 weint nach ihrer Mutter. Okay, ihrer Mutter. Das ist die deutsche Sprache. Entweder die haben da nicht auf das Geschlecht geachtet. Oder ist es eine weibliche? Dann könnte das Kasane sein. So. Diese Nähe zur Mutter könnte das Ergebnis von zu vielen Sonderbehandlungen sein. Ich kann nicht behaupten, dass das Gehirn von I07 besonders spektakulär ist. Es gibt eine Erfolgschance, aber selbst in dem Fall frage ich mich, ob wir die gewünschten Ergebnisse erzielen. Weil es heißt ja immer, dass wir nichts Besonderes sind. Unsere Fähigkeiten halten sich ja im Rahmen und was weiß ich was. Deshalb dachte ich, dass wir das vielleicht waren. Aber naja, schauen wir mal. Sind ja alles nur Spekulationen meinerseits. Ich liebe es ja zu spekulieren. Hier gibt es doch bestimmt einen Arena-Fight. Das war cool. Mit zunehmendem Vertrauen zu deinem Verbündeten kannst du eine Kombo-Vision einsetzen, mit der du dir deine Verbündetenkraft für einen Angriff leist. Drücke
Woraufhin eine Vision des Verbündeten erscheint und zu einer Spezialangabe. Okay, das will ich ja mal probieren. Ach so, das verbraucht dann aber auch das normale Ding. Okay. So, war's das? Ja. Können wir speichern. Gar nicht mal so schlecht. Also wir haben ein zweites Level-Up erhalten. So, den Rest brauche ich nicht. Aber ich kann zumindest schon mal gucken, ob ich einen Fertigkeitspunkt hier vergeben. Das sieht schon richtig voll aus. Das gefällt mir. So, indem du diese Fähigkeiten ändern kannst, du zwei parallele SAS-Aktivierungen durchgenommen. Ausgenommen SAS-Elektrokinese mit Pyrokinese. Wenn du die zwei gleichnamigen Fertigkeiten erlernst, sind bis zu 4 Aktivierungen möglich. Also könnte ich theoretisch Teleportation mit Feuer machen. Oh, das wäre so geil. Also das klingt schon mal nicht schlecht. Wir haben 6. Also wir könnten 2 Dreier oder 3 Zweier aktivieren. Erhöht den Schaden, den zu Boden geschlagenen Gegner. Okay, Anzahl der Objekte, das brauche ich nicht. Erhöht die Anzahl der Objekte. Nein. Okay, das ist schon geil. So. Hier erhöht die Geschwindigkeit, mit der Verbündete wiederbelebt werden. Okay, das hatte ich jetzt kaum genutzt, aber... Ich kann die Karte nicht mehr aufrufen. Scheiße. Sonst ist hier nichts. Da ist auch noch was Grünes. Ich brauche deine Hilfe. Wo ist der Feind?
Das ging schnell. Some help, Luca. Use my power when you need some defense. We'll be able to move forward if we use my power, Yuito. Da ist noch was Gelbes. Geheimnisvolle Textdatei 6. Also haben wir jetzt alle nach der Reihe gefunden. Die Korrektur von H13 ist abgeschlossen, aber der Fortschritt ist nicht gut. Es wird schwierig sein, die Versuchsperson so zu entlassen. Die Versuchsperson wurde in ein Stockwerk mit gesicherten Räumen verlegt, doch sie verbringt den ganzen Tag damit, die Wände zu beschriften. Gesprächsversuche waren erfolglos. Sollte es keine Verbesserung geben, könnte eine Entsorgung notwendig sein. Ob die, für die das Korrekturpersonal seine Arbeit richtig gemacht hat? Ich will damit nichts mehr zu tun haben. Also ist das... Also H13 ist die Versuchsperson, die die Wände bekritzelt hat da oben. Wo ich nicht wusste, was es bedeutet. Also wo ich gerne wissen würde, was das übersetzt bedeutet. Badam! Ja. Sind wir nicht gut? So, jetzt geht's nach oben. So, hier vorne ist wieder irgendwas. Hier. Mittleres Gelee. Karte. Ich muss gucken, leider. Weil nicht, dass ich wieder vorwärts laufe. So, also wenn ich nach rechts gehe, dann habe ich hier das und das. Und vorne links dann da lang. Dann kann ich mir alles nochmal angucken. Also vorne rechts, links und dann gehe ich oben lang. Richtig? Nein. Vorne rechts. Oben lang und dann nach links, so einmal außenrum. Ja. So. Alle mittleres Gelee. Hä? Kann ich da nicht lang? Ah, hier. Doch. Oh, ich habe eine kleine Veränderung in den Gehirndaten von I07 beobachtet. Vielleicht ist das der erste Schritt nach vorne. Wir haben in der Vergangenheit jedoch schon viele davon gesehen. Nur eine Handvoll haben es zu finalen Manifestationen geschafft. Außerordentlich mächtig. Wenn das der Fall ist, dann waren S09 die einzige erfolgreiche Wenn das der Fall ist, dann war S09 die einzige erfolgreiche Versuchsperson. Das war das Ergebnis unserer Forschung, die Früchte unserer Weisheit. Wenn ein Weg der Massenproduktion entdeckt wird, wird es alles verändern, was wir über die Welt zu wissen glauben. Es gibt keinen Anlass, den Zweck zu berücksichtigen. Das ist nicht unser Bereich. Also ich bin der Meinung, die haben wirklich die Fähigkeiten künstlich erschaffen. Und haben auch gleichzeitig... Die Hirndaten verändert. So, da kann ich später lang. Ich muss aber erstmal da hoch und dann da nach rechts. Okay. Leuchtet was grün, leichtes Gelee.
Alle leichte Gelee und da ist auch was Gelbes. Also die Nachrichten sind cool. 8. Ich habe die Benachrichtigung erhalten, dass entschieden wurde, H13 zu entsorgen. Die Tatsache, dass es keine Beziehung gibt, hat die Entscheidung wahrscheinlich beschleunigt. Das ist normal. Was das angeht, kann es zur Bürde werden, sich um I07 zu kümmern. Aber es sollte kein Problem sein, wenn wir es gut handhaben. Ich bin nach oben auf die Station gegangen, um I7 zu beobachten. Aber sie war nicht in ihrem Raum. Meine Güte, sie ist wahrscheinlich irgendwo mit ihrer Mutter. Das könnte aber wirklich Kasane sein, oder? Es ist immer, jetzt ist es schon weiblich und sie und... Also das kann wirklich dann Kasane sein. Also ist I7 Kasane und nicht wir. So, aber bevor wir jetzt hier in die Gegnerhorde uns reinstürzen, machen wir hier eine kurze Pause und in der nächsten Folge geht es dann direkt an der Stelle wieder weiter. Vielen Dank fürs Zuschauen. Falls es euch gefallen hat, würde ich mich natürlich über einen Daumen hoch sehr freuen. Über einen Kommentar und im Kommentariat selbstverständlich noch mehr und besonders über neue Abonnenten. Vielen Dank, macht's gut und bis zur nächsten Folge. Ich bin mal gespannt, wie es weitergeht. Also mir macht das Spiel mega Spaß, Kampfsystem ist Hammer und Story wird so ein bisschen interessanter. Bisschen. Doch nicht so 0815, aber auch nicht außergewöhnlich. Daher finde ich das irgendwie cool. Ich würde es gerne aufgedeckt wissen. Also ich wüsste gerne, wie es weitergeht. Ja. Dann bis zur nächsten Folge. Macht's gut und tschüss.